Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, ich habe noch kurz kampiert und bis zum Morgen gewartet. Ansonsten habe ich natürlich nicht weitergespielt. Wir haben trotzdem eine Feindmarkierung. Das passiert ab und zu. Vielleicht haben wir ja eine Schlange, die hungrig auf uns ist. Oder so eine Schnecke, die aus 100 Meilen Entfernung langsam aber sicher auf uns zukriecht. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir als erstes. Was ist denn das? PR und dann hier tatsächlich viele Gegner. Okay. Dann hole ich meine viele Gegner-Waffe raus. Evens Repeater ist ganz gut und ich mag auch Springfield. Hat man auch ewig nicht. So, dann schauen wir mal, ob wir hier überhaupt den Berg runterkommen. Okay, girl. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Wo sind jetzt diese Gegner, die mir versprochen worden sind? McDaniels, ist das das Kopfgeld? Das kann sein. Wir brauchen ja noch jemanden für den elektrischen Stuhl. Mal sagen. Ja, da oben ist noch ein guter Platz für Gegner. Also 5 erschießen, einen mitbringen, damit er auf den Stuhl kann. I'm here for Wilson McDaniels. Don't want anyone else. We ain't got the time for this. So, jetzt sehe ich es. Der hat das Totenkopf-Symbol. Wollte noch nicht auf den Falschen schießen. Boah, haben die einen Schuss drauf. Vorsicht, Pferdchen. Nein! Da lebt hier noch einer. Fängt nicht gut an. Es hört auch nicht gut auf. Kontrollpunkt neu starten. Jetzt weiß ich ja, worauf ich schießen muss. Jetzt weiß ich ja, worauf ich schießen muss. Wo ist mein Pferd? Komm hier. Komm hier, Schneckchen. Jetzt hole ich auch eine Sniper raus. Dann klappt es doch viel besser. Arthur ist nämlich nicht gerade der Fitteste, um noch so in Gemetzel zu gehen. So. Hey, die kriegen ja gar nichts mit. Das dürfte da wohl sein. Nehmen wir mal hier die abgesiegte. Au. Okay. Nehmen wir vielleicht doch die Röhrchen-Piste. So. Deckung ist immer gut. Au. Griff halt mal, Arthur. Wo kommst du her, Kollege? Aber da unten liegst du, bitte nicht aufstehen. Schon abgehauen. Sieht so aus. Ja. Wenn mein Pferd so weit. Nein! Ach komm, der ist extra hingefallen. Jetzt machen wir es nochmal, aber richtig. Geht doch. Man muss nur zweimal scheitern. Beim dritten Mal klappt alles. Ich glaube, das Spiel hält mich heute einfach für zu dämlich. Bin ich ja auch irgendwie. Ja, und jetzt befreie ich dich von deinen Wertsachen.
We're going for a walk. Ja. Was macht mein Pferd da hinten auf den Gleisen? Du, ich habe nicht so viel Pferde auf Lager. Du kannst dich da nicht umbringen lassen. Das war der dämlichste Spot, wo du dich hättest hinstellen können. Pass doch ein bisschen auf dich. Take me to damn court, then. Ja, ja. Wird jetzt ein schönes Experiment gemacht in einer Stadt, die mich nicht mag. Weil ich gerade ein Gefängnis ausgeraubt habe. Also nicht wirklich ausgeraubt. Ich habe nur jemanden befreit. This ain't America. We ain't free no more. Du auf jeden Fall nicht. Raise no animals, take no wives. All I did was graze my livestock. Married them that needed marrying. And killed any that tried to stop it. I ain't wrong. It's you that's wrong. Ja, we was trying to live free. You came along and laid waste. Take me in, just take me to the jailhouse. Mach ich doch grad. So, die Frage ist, hier ist ein Post Office. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? You're a lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Shut up! You ain't gonna die needlessly, is what I mean. Nope. Your death's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. Ja, ja, ganz bestimmt. Ich muss kurz mein Kopfgeld bezahlen. This professor, Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd, maybe harebrained, but. Morning there. Morgen. Hey, nice to see you. Kopfgeld bezahlen. Good on you. Get a fresh start. Oh, kann man noch gar nicht. Die Wunden sind zu frisch. Dann habe ich aber keine Ahnung, ob wir die Mission überhaupt machen können. Vielleicht sollte ich mich maskieren. Und umziehen. Keine Ahnung, wenn... Jetzt war der richtige Zeitpunkt zum Kacken. Na gut. Ja, wenn mich halt jemand erwischt, sieht von den Gesetzeshütern in dem Bereich, dann... ein bisschen ein Problem. Dann kommt mein Gefangener nicht lebend an. Über was bin ich da geritten? So, schauen wir aber mal, dass wir hier... na, ein bisschen direkteren Weg nehmen. Wozu hat man denn eine Luftlinie, wenn man sie nicht nutzt? Das ist zumindest mein Motto. Ich weiß, ich sage das fast in jeder Folge, aber die Lichtstimmung ist fantastisch. Das gefällt mir richtig. Was gibt's Besseres? Gerade einen schönen Verbrecher auf dem Arsch, auf dem Pferdearsch. Den bringen wir jetzt noch zum Professor. Geht doch alles seinen gewohnten Gang. Mein Pferd ist glücklich, denke ich zumindest mal. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich meide tiefrote Gebiete eigentlich, so gut wie es geht. Weil es wird ja tendenziell eher schlechter, wenn ich dann meine Verfolger umbringe. In früheren Versuchen, das Spiel durchzuspielen, habe ich mir da immer mehr Ärger und vor allem viele finanzielle Nachteile eingeheimst. Deswegen versuche ich das zu minimieren. Kann auch in dem Spiel nicht gut mit Geld umgehen. Here we go. Ja, auch komisch. Nein. Kopf. Kopf. Waren das alle? Wunderbar. Hey, Gon. I'm sorry about that, McDaniels. You all right? Me too. Well, you'll be happy to know we ain't got far to go. Hold on tight now. Der lacht ja so schön. Zumindest Sinn für Humor scheint er zu haben. So, wir sind tatsächlich gleich da.
Ich hoffe, das kann aber... muss nicht auf der Polizeistation vorgeführt werden. Sonst würde ich mich ja quasi selbst ausliefern. Und das machen wir heute zumindest nicht. Fahr doch auf einer Straßenseite. Ist dein Kopf noch dran? Boah, hat nichts Gegenteiliges gesagt. So. Ganz schön Nebelschwaden. Hätte ich auch selten in dem Spiel. Zumindest in der Gegend hier. Obwohl, ist ja gar nicht so untypisch wahrscheinlich für einen Sumpf. Dann steck die Waffe mal weg. Ja. Ist ja gleich am Ziel. Well, here we are. The professor will be real pleased to meet you. No! Here, I got him. Bring him to me. You're wonderful. Come on. Don't be shy now. Let's go. Ein Pferd ist erleichtert. Und erleichtert sich wahrscheinlich demnächst wieder. Wo ist denn dieser Stuhl? Na gut, viel Spaß. Now where's my money? Money? Yeah, for all the running around I've been doing. Oh, well, once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Yeah, let's hope. Alright, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Das glaube ich nicht. Okay, glaube, das können wir irgendwann anders dann anschauen. Aktuell sollten wir uns nicht unbedingt hier aufhalten. So. Ich würde dann sagen, wir machen gleich die nächste Hauptmission. Dazu müssen wir, glaube ich, nach Ennisburg. Oh. Ach, und da ist was für Strauß, muss ich eintreiben. Kann ich einfach den Zug nehmen? Obwohl, ich kann einfach hier entlang der Schienen reiten. Das soll schnell genug gehen. Die führen hier direkt dorthin. Vielleicht ist auch ein Bahnhof auf dem Weg. Wer weiß das schon? Na komm, Schneckchen, leg mal ein Zeitzug. Da sind ja Alligatoren. Good girl. Ja. Erschreckt sich jeder, der mich sieht. Finde es unfair. Gebt mir größte Mühe, nicht grässlich auszusehen. Zwar nicht gut, aber auch nicht grässlich. Ich weiß nicht, was mein Pferd hat. Es lahmt ein bisschen. Ja, ja, gesucht, tot oder lebendig. Weggabelung. Wir brauchen die Rechte. Was ist eigentlich mit dem Dead Eye aus? Oh, geht. Aber Herzchen und Ausdauer konnte man noch ein bisschen verbessern. Oh, da waren Mini-Alligatoren. Das war ja interessant. Ich weiß gar nicht, dass es Baby-Alligatoren hier im Spiel gibt. Komm schon, Pferd. Jetzt haben wir die Geschwindigkeit, die ich eigentlich von Anfang an haben wollte. Was ist denn das für ein Kaff vor uns? Oh. Weiß nicht, was die gemacht hat. Muss mich ja nicht überall einmischen. Interessant. Das Haus kenne ich glaube noch nicht, aber die Stadt, die demnächst kommt, sollte ich kennen. Schauen wir uns vielleicht später an. Ich würde wirklich sehr gerne mit der Hauptmission weitermachen.
Ah, interessantes Fleckchen hier. Jetzt kommt, glaube ich, erst die Stadt, wo wir nach dem Tropenausflug gelandet sind. Und danach dürfte Ennisburg kommen. Van Horn. Ja, genauso hieß das, glaube ich. Sieht auch genauso aus. Fast zumindest. Ist noch ein Fragezeichen. Und ein Reward-Ding. $100. Nehme ich. Ein Kind? Ah, for the safe return. Das macht Sinn. No. Bertram, say no. Oh, that's nice. That's ah, den kenne ich. Nice. Die said. Frau ist furchtbar. Imagine saving people, taking them to your breast, metaphorically, I mean, like a mother, caring and raising them, and then they go and stab you in the back. Have you ever betrayed a close friend? I hope not. Well, treachery. And these are sad, low, unlovable people, and I made them stars, dreamers, entertainers, and they... Oh, no, now family's not enough. No, no, he's gone off alone. My little tiny magician has gone and stabbed his mom in the back. Oh, nutzt doch nicht die armen Menschen aus, Fräulein. Bertram! Bertram! Woof, woof! Bertram! Put the nice man down! Do something! You'll eat him! Easy there. Easy there! Sherry! Bertram! Easy, big guy. Mean man! No fair! There's no putting this off! Give him a whack! Ouchie! Bertram! Ich kann nicht schlagen. Ah doch, gut, F. Okay. War beim falschen Spiel. Hab linke Maustaste versucht. Oh, ich will dem Arm nichts antun. Arthur, du brauchst doch Ruhe. Think you're tough? Listen to your mother. Come here, Bertram. Oh, yes. Marjorie's here. No one's gonna hurt you ever again. Außer du. You should keep that thing in a cage. You should think about who you're serving. Give me a beer, will you? Don't worry. We'll pay for what we broke. Come here, Bertram. Oh, no one looks after you like Mama does. No one cares for you like I do. Especially not that Magnifico. Hmm? But he's my friend. Yes, well, if he were your friend, he'd be here, wouldn't he? He wouldn't have abandoned us. Oh, you wouldn't have gotten that whoopsie, would you? Whoopsie heart. I know. Ja, das glaub ich. Mama's gonna make it all better. Hab einen ordentlichen Whoopsie-Dealer in der Hand. Bertram promised. Yes, well, Magnifico made a promise too, huh? He made more than a promise. He made a contract and he broke it. So you just tell me exactly where he is and then we will all be even. That's my boy. He's camping in the woods. Why didn't you tell me in the first place? You just apologize to these men. I'm sorry. I'm sorry. You gave me a whoopsie. Hey, you just stay away from that sherry now, you hear? Bertram likes sherry. Oh, don't you get him started. Thank you for all of your help, Mr. Stranger. If you see that slippery little fella sleeping rough out there, would you just make a little racket and then we'll come along and we'll find you? I could try. Oh, his name is Magnifico. You'll know him when you see him. Come along, Bertram. Ich kann die Frau echt nicht ausstehen. Menschen gibt's. Danke für das Bier. Hat mich 50 Cent gekostet. Was geht ab? Ja, komm hier, Gaul. Guten Morgen. Hey, Mister. Howdy.
Wieso tropft es da gerade so? Hier tropft es überall. Hat doch lange nicht geregnet. Pferd, wo bist du da schon wieder reingeraten? Jetzt auch normal auf der Straße bleiben können. Nicht wieder dich in seltsamen Gassen rumtreiben. Hätte ich wahrscheinlich einfach anbinden sollen. So. Dann dürfte Ennisburg die nächste Station sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, da reitet jemand aber schnell. Wieso hast du so eilig? Hey there. Und freundlich. Hat mich zurückgegrüßt. This is the one. Kill him for what they done to. Was wurde euch angetan? Immer dieser Opferkomplex von den Kannibalen. Boah. Der verträgt einiges da hinten. Nummer 1, Nummer 2, waren das alle? Das waren alle. Und was für ein Dead-Eye muss man tun? Das schmeckt. Oh, und mehr geht wohl nicht. Arthur hat wieder sein Hustgeräusch gemacht. Kannst du auch nicht den ganzen Gin raushusten. Das ist nicht Gin der Sache. Waffe wieder weg. Wo ist Micah das Arschloch? Und Dutch der Durchgeknallte. Oder umgekehrt. Easy, girl. Das ist aber eine industrielle Stadt. Und du parkst nicht auf den Gleisen. Und wo will Micah sein? Ah. Was you followed? No. Was you followed? I said no. Willst du von mir? What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And not inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. Oh, Micah. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur. It's just a simple social call. Oh, das glaube ich nicht. Ich habe ja meine Waffen schon ausgerüstet. So, what are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, it's his town.
town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. Mm-hmm. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. Das wird nicht klappen, Dutch. Wie wär's mit besseren Plänen? This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise. Da ist aber viel Öl reingelaufen. Und du bist hier da absolut sicher. Auch dass Micah der Richtige ist, der dir die ganze Zeit Sachen eintrichtern soll. Jetzt warten wir, bis er da im Bootshaus auftaucht. Ein Luxusdampfer. Und wir müssen wahrscheinlich unseren Weg hier rausschießen. I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency and still nothing. Ihr könnt ihn jetzt alle umbringen. Robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here and leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success, no matter what the cost. It's the wages. Folk feel Folk that you... feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir. Not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. Bist du ja auch. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. Entschuldigung. You robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob. And you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. Das ist so wichtig, man kann. You give this ship $10,000 and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. Dutch. You lost your man. Noise, Arthur. Noise. Was sollte das? Da zumindest Micah erschießt ihn. What the hell have you done, Dutch? Bedroh ihn doch erstmal mit der Waffe. Come on! Mike is going after those papers! Let's find him and get out of here! Kann man hier nicht noch was looten? Mist. Cornwall hätte ich gern gelootet, aber der muss natürlich reinfallen. Hier hast du mich getroffen, du Arsch. Boah. Die Waffe ist nicht mehr ganz im besten Zustand, denke ich mal. So. Ohne Arthur auch nicht. Passt ja wieder zusammen. Ob die Pinkertons das nicht gehört haben.
Naja, die $2 haben sich ja gelohnt. So, mal Dutch hinterher. Könnt ihr Dutch nicht einfach treffen? Haben sie getan. Anscheinend ist dann die Mission gescheitert. Dutch muss leben. Dutch, geh in Deckung. Du kannst ja anscheinend nicht auf dich selbst aufpassen. Mike is going after those papers. Let's find him and get out of here. Auf zurückzuschießen. Um auszuweichen. Boah. So. Schnell Dutch hinterher. Da oben ist doch einer. Da kommt doch die ganze Zeit Schüsse runter. Was machst du, Dutch? Von welchem? Achso. Da auch. Noch Maika gerettet. Was denn los mit mir heute? Dutch! Was machst du da? Lass das! Oh, das wird immer schlimmer. Rollen, Dutch. Rollen. Ach, Käse. Ja. Ja, das war jetzt nicht meine Schuld. Leck mich doch nochmal von hier. Ah ja, oh shit, wie Captains. What the hell have you done, Dutch? Drop that man. Ihr droppt hier niemanden, außer euch selbst. Dutch, nicht vor die Flinte laufen. Ich treffe auch nicht mehr wirklich gut. Dutch, du versuchst ja nicht mal zu schießen und du hast den Hut verloren. So, das Fass bringen wir gleich zum Brennen. Nicht, dass Dutch wieder ein Missgeschick hat. Nummer 1. Dutch. Aus der Bahn. Duck dich doch wenigstens. Na also. Kennt Dutch? Noch nicht. Hey, wir sind über den Punkt mal rausgekommen. Come on, this way, up the stairs. Cornwall's men are all over the place. Follow me. Keine Zeug. You're gonna die here. We had enough meat on us before. Now we're gonna be torched, Dutch. This is the only way. You'll see. Trust me. Trust you. You sure you got the lungs for this? Ich hasse Maika. You said this wasn't a revenge mission. It wasn't. We got what we came for. Those papers. Finally putting that bastard Cornwall out of business for good. You put Dutch up to this. Me? I just follow orders, Morgan. Let's go. Maika, die Bitch.
Lauren auf jeden Fall. Nemites! Gute Idee. Gute Idee, Dutch. Come on! We can take the horses from that coach! Die noch nicht abgehauen sind. Sollen wir nicht mit der Coach fliehen? Well, at least we tried talking it out. Boys, lost your minds. Oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Doch, diesmal besonders. All right, let's head for the hills, boys. They're trying to block us off. Go right. Oh, was für ein Schlamassel. Wo seid ihr hin? Wartet. They're trying to cut us off again. Go left. Lose them through the river. Ein Glück habe ich mein Kopfgeld nicht bezahlt, sonst hätte ich es jetzt wieder. Bleib stehen! Und treffe ihn nicht! Ich schieße in die ungefähre Richtung. Mehr kann ich beim besten Willen nicht tun. Was sind die Papiere jetzt wert? We all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. Uh-huh. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisburg mines to Saint Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. No, good. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Da hast du nicht unrecht. Die beiden sind crazy. Ja. Dass ich da nicht gescheit treffe, das sehe ich ein. So, was machen wir als nächstes? Uns noch wo durchschießen? Da ist ein Fragezeichen. Da ist Warren Swanson. Okay. Und Maike ist hier. Ich glaube, da haben wir auch das Haus gesehen. Obwohl das... Nee, das Haus, was wir gesehen haben, war hier unten. Alles klar. Zeitmäßig würde ich aber schon sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.